Moin Leute, ich bin der Slava und heiße euch willkommen zu einem weiteren Video zu Destiny. Auf geht's zu Xur. Ja, mit 2 Stunden Verspätung bin ich auch mal zu Hause angekommen. Jetzt kann ich euch zeigen, was Xur dabei hat und wie gut das Ganze ist, was er dabei hat. Er befindet sich wieder im Turm und zwar befindet er sich im Hangar. Und von dort aus gehen wir jetzt in die Lounge. Da, wo die Kioske sind für die Emotes. Auf geht's. Was hast du dabei? Nudelgesicht. Ja. Xur hat dabei eine unüberwindbare Schädelfeste für den Titan. Hat die Fähigkeit, dass man 2 Nahkämpfe hat. Dass, wenn man den Stürmerfokus benutzt, durch einen erlegten Nahkampf kein Leben mehr regeneriert. Doch, man regeneriert immer noch Leben. Also wenn man mit der Sturmfaust einen Gegner killt, kriegt man Leben zurück. Kann man natürlich auch separat im Fokus auswählen. Aber dadurch hat man einen weiteren Skillpunkt quasi im Fokus beim Stürmer frei. Nichtsdestotrotz, 2 Nahkampfaufladungen ist ungebunden. Also kann jeder Fokus bekommen. Und der Vorteil ist, wenn man stirbt und wiederbelebt wird, also jeder Wiedereinstieg gewährt, komplett volle Nahkampfaufladungen. Das heißt, im PvP hat man nonstop immer einen geladenen Nahkampf, also immer 2 geladene Nahkämpfe. Kann in gewissen Situationen sehr hilfreich sein, beziehungsweise einen großen Vorteil verschaffen. Jetzt hier die Fähigkeit Kräftigung meines Erachtens nicht unbedingt eine sinnvolle Fähigkeit, weil Sphären aufheben. Also gibt euch Nahkampfaufladung wieder zurück. Da, wenn man stirbt und wieder einsteigt, volle Nahkampfenergie hat, ist das jetzt im PvP nicht ganz so wichtig. Im PvE könnte das wichtig sein. Ich hätte jetzt hier lieber eher die Fähigkeit Transfusion, dass wenn man, nee, Infusion, Entschuldigung, Infusion, wenn man eine Sphäre aufhebt, Gesundheit regeneriert. Wäre mir eigentlich hier an der Stelle viel lieber. Kommen wir nun zum zweiten Item. Und zwar der Archäopagen-Symbiont. Hat die Fähigkeit, dass ihr mit 4 Schüssen Golden Gun bei jeder Aktivierung habt. Also nicht standardmäßig 3, sondern 4 Schuss. Des Weiteren hat man die Fähigkeit, wenn man eine Sphäre aufhebt, dass man Granatenenergie zurückerhält. Des Weiteren hat man den Perk aus der Asche. Wichtig hier anzumerken, der Perk hat einen internen Cooldown von 10 Sekunden. Früher konnte man damit extrem schnell die Super farmen. Hatte man den gleichen Perk zum Beispiel noch auf den Handschuhen gehabt. Also das war eine ultimativ kranke Kombo. Man konnte mit einer einzigen Granate als, ja, als Gunslinger quasi ja, den vollen Super haben. Das war natürlich ultimativ krass, also natürlich auch zu Recht deswegen weggepatcht. Herz des praxianischen Feuers für den Warlock. Das Ganze ist jetzt auch, wie eben der Archäopagen-Symbiont, wieder auf den Solarfokus bezogen. Und zwar auf den Sonnensänger. Wenn man seine Super aktiviert, hat man eine extrem verstärkte Agilität. Also man merkt das schon, man ist wesentlich schneller unterwegs, als es normalerweise der Fall ist. Und die Abklingzeit eurer Fähigkeiten wird nochmals stärker reduziert, als es normalerweise der Fall ist. Also das ist eine absolute Spambrust. Also für Leute, die unbedingt mehr Schaden anrichten möchten mit dem Sonnensänger im PvE sowie auch im PvP, können dementsprechend hier gerne zur Brust greifen. Eine ganz gute Brust. Vor allen Dingen hat auch eine perfekte Fähigkeit für den Solarfokus, Solarrüstung. Beziehungsweise jetzt hier auch Solarverteidigung. Das heißt, ihr könntet entweder den Solarentflammenschaden aus Dämmerungsstrikes reduzieren, beziehungsweise da, wo Solarentflammen aktiv ist, oder ihr könnt standardmäßig mit mehr Rüstung, als es normalerweise der Fall ist, spielen. Meines Erachtens sind das ungefähr 2 Verteidigungspunkte im Fokus mehr. Also es ist schon merkbar, also man merkt schon was. Vor allem, in gewissen Situationen kann es wirklich das i-Tüpfelchen sein, was euch am Leben erhält.
Ja, als Waffe hatte hartes Licht, also das Icon vom harten Licht hat sich sehr, sehr stark verändert. Kaum wiederzuerkennen, die Waffe. Sieht jetzt für mich eher aus wie, ja, keine Zeit für Erklärungen, also eher wie ein Impulsgewehr, außer statt wie ein Automatikgewehr. Aber jetzt erstmal kurz zum harten Wort. Hartes Wort, besondere Fähigkeit. Man schießt durch Oberflächen durch, also durch Gegner durch, und die Geschosse prallen an Oberflächen ab. Sowie hat man die Fähigkeit halbvolles Glas, eine sehr starke Fähigkeit, eine meiner Lieblingsfähigkeiten, weil die untere Hälfte des Magazins verursacht erhöhten Schaden. Das im PvP ist es ein Schadenspunkt mehr. Hört sich zwar nicht viel an, aber in gewissen Situationen kann das sehr entscheidend sein. Oder man kann hartes Licht mit Sprühen und Spielen, also das ist auch komplett neu. Das gab es früher nicht, diese zweite Auswahlfähigkeit, aber das ist eigentlich Standard bei Omolon. Deswegen wird das Ganze hier angepasst, weil der Perk Feldscout wurde aus der Waffe entfernt. Zu Recht, Feldscout ist einer der schlechtesten Perks geworden, die es im Spiel gibt. Ja, wie spielt man das ganze Ding? Ich würde es momentan, so wie jetzt der PvP gebalanced ist, genauso lassen, wie es ist. Man kann die Schlagkraft etwas boosten, man merkt das Ganze auch. Das Problem hieran ist, man verliert Reichweite und jeder Reichweitenpunkt, den man verliert, insgesamt sind das hier zwei der Fall, also zwei Reichweitenpunkte sind ungefähr bei der Reichweite, die das Ding hat, etwas mehr als 10%, die man hier verliert. Sogar, lass mich jetzt nicht lügen, auf jeden Fall ungefähr 20% an Reichweite, die ihr weniger hättet im Vergleich zu dem Standardwert. Und das ist schon beträchtlich, weil das würdet ihr auch sehr stark merken, wenn der Gegner schon über 15 Meter von euch entfernt ist, habt ihr erste Verluste in der Damage-Anzeige. Also, na, jetzt nicht unbedingt empfehlenswert. Wäre natürlich cool, wenn hier jetzt im Fokus Kleinkaliber wäre, dadurch würde auch viel schneller halbvolles Glas zur Geltung kommen. Ist es aber leider nicht der Fall. Hier ist angepasster Schaft. Kann ich natürlich auch klar empfehlen, weil jedes bisschen Stabilität, was man mehr auf dem Automatikgewehr hat, sorgt dafür, dass ihr viel häufiger und viel einfacher auch den Kopf trifft, wenn ihr den einmal anvisiert habt und einmal drauf haltet. Ja, deswegen würde ich eigentlich die Ballistik so lassen, wie sie ist. Weil man hat hier ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Schlagkraft und Reichweite. Ja, so, das, ja, anzumerken, hartes Licht ist eigentlich schon eine reine PvP-Waffe im PvE. Jetzt nicht ganz so stark wie im PvP. Also im PvP kann sie eher brillieren bzw. glänzen. Ich mag sie. Ich habe sie sehr gerne gespielt im PvP. Früher auch, weil als zu dem Zeitpunkt, als sie noch schlechter war, als Impulsgewehre dominiert haben. Dazu habe ich auch ein paar, habe ich glaube ich auch ein Gameplay, wie ich mit der gespielt habe. Also ich mag die Waffe, sieht auf jeden Fall designtechnisch super geil aus. Gefällt mir richtig. So, und das letzte ist Vermächtnisengramm. Aus dem Vermächtnisengramm, das ist jetzt für Spezialwaffen. Daraus können alle Spezialwaffen kommen, die es in Jahr 1 gab. Darunter fallen auch die Arena-Waffen. Die können hier auch rausdroppen, also für Sammler eventuell interessant. Das Ganze kann aber auch die Eisbrecher enthalten, Geduld und Zeit und alle Waffen, die es halt in Jahr 1 gab. Ich würde es mir jetzt nicht holen. Ich finde die Option sehr teuer. 31 Münzen für ein Vermächtnis in Gramm. Ja, sehr teuer. Da würde ich sogar sagen, spielt eher Crota oder Arteon. Da könnt ihr ebenfalls noch hier 1 Waffen ziehen. Ich weiß, das ist natürlich viel unwahrscheinlicher aus dem Raids was zu bekommen als durch das Vermächtnisengramm bzw. durch die Arena, aber ist auf jeden Fall günstiger als 31 Münzen. 31 Münzen kann man für sinnvollere Sachen nutzen. So, weiter geht's. Plasmaantrieb und Leerer Antrieb. Damit kann man einen blauen Sparrow, den man kaufen kann, bei der Vorhut oder beim Schmelztiegel zu einem legendären Sparrow upgraden. Dann haben wir schwere Munitionssynthesen. Ja, Kostenpunkt ist eine seltsame Münze gleich drei Synthesen. Es waren einmal fünf Synthesen, die man so bekommen hat. Fünf Synthesen war natürlich viel geilere Option, viel günstiger. Jetzt finde ich die Option sehr teuer, also für drei Synthesen eine seltsame Münze.
Ich muss aber auch sagen, ich habe auch das letzte Mal in Synthese gesetzt, eigentlich effektiv zu Haus der Wölfe. Günstigere Option ist entweder Tanix im Riff, also ein Ether-Saat benötigt ihr. Ihr müsst ihn auf Rang 1 haben, also Haus des Urteils auf Rang 1. Und ihr müsst 150 Glimmer abdrücken und kriegt eine Synthese. Das heißt, wenn ihr 25.000 Glimmer habt und 100 Ether-Saat, kriegt ihr 100 Synthesen von dem guten Herrn. Die zweite Option ist jetzt auch rein auf Glimmer bezogen. Das Ganze bezieht sich jetzt aber auf Banshee, bei denen kann man ebenfalls Synthesen kaufen, aber halt für Glimmer. Ist eventuell eine teure Option, und zwar 2850 Glimmer müsst ihr ausgeben für drei Synthesen. Aber ich finde, an Glimmer kommt man wesentlich leichter als an Münzen. So, die wichtigste und interessanteste Option, wie jede Woche, ist drei der Münzen. Man kriegt fünf Stück davon für sieben seltsame Münzen. Jede der drei der Münzen hat die Chance, euch ein Exogramm durch ein Ultra zu droppen. Ausnahmen sind Omnigul, Psion, Schinder, die zählen halt nicht darunter. Also die können euch kein Exogramm droppen. So, ich habe auch gehört, dass Crota und Ateon auch dazu zählen, dass sie euch ebenfalls nichts droppen können. Kommen wir jetzt nun zur Glasnadel. Die Glasnadel verändert die Stats einer Rüstung. Es gibt gewisse feste Perks, das kann ich euch jedes Mal wieder aufs Neue sagen. Falls ihr wissen wollt, welche Rüstung welche festen Perks hat, geht auf bungie.net. Dort könnt ihr dann in der Waffenkammer bzw. in der Rüstungskammer nachgucken, was denn die festen Perks einer jeden Rüstung ist. Auf jeden Fall durch Glasnadel würde man jetzt hier die Stats verändern. Intelligenzdisziplin könnten jetzt hier getauscht werden. Also hier könnt ihr jetzt zum Beispiel stehen, nur Intellekt und Disziplin würde aber eventuell halt einen schwachen Boost abgeben, weil hier eventuell dann 83 stehen würde bei Intellekt und 0 bei Disziplin und dann eher erst durch den Fokus quasi ein Disziplin-Boost gewährt werden kann. Genauso wie auch die Munitionseinheiten können variieren. Also zumindest bei dieser Brust. Es gibt auch Brüste, die. Also Brüste. Es gibt auch Brustrüstungen, die haben feste Perks. Das seht ihr daran. Da steht dann zum Beispiel erhöht Spezialmunition oder schwere Munition. Das kann man nicht ändern. Diese Perks sind dann fest. Also die gehören dann fest zur Brust dazu. Finde ich schade, dass nicht jedes exotische Item dementsprechend die gleichen Boosts hat. Also Spezial- und schwere Muni wäre meines Erachtens cooler gewesen. Aber so ist es normal, man muss es nehmen, wie es ist. Und die letzte Option: Man kriegt ein Lichtpartikel für zwei Münzen. Extrem teuer. Vor allem, da man mit Lichtpartikeln relativ wenig anfangen kann, außer Items zu leveln. So, das wär's. Ich bin mit Xur fertig. Ist mal wieder ein längeres Video geworden. Aber das war's. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich in einem weiteren Video. Ciao, ciao.